Ja, die Community von denen hat das ja auch Ja, gefeiert, also ne? die Das ist ja. Zuschauer fanden das richtig geil. Also das ist halt immer so die Sache. Wir sind die Mitspieler, die dann die Zeit reinstecken. Und die Zuschauer, die lachen sich da einfach immer einen Ast ab. Also viele, die leben das natürlich auch so mit und so, nein, was hast du getan? Das ist jetzt der Untergang und sowas. Und aber ich meine, im Grunde, wir sind ja auch alle relativ entspannt. Und ich meine, wir hassen uns jetzt auch nicht alle so. Also wir sind halt ein bisschen genervt, würde ich mal so sagen, durch solche Aktionen und so. Und wir würden da schon halt zum Beispiel halt eine Strafe angemessen finden, damit das halt nicht wieder passiert, aber im Grunde hasst sich ja niemand. Vor allem, das war auch so krass, als Broken Thumbs unseren Keller zerstört haben, ja. Da haben auch alle so gesagt, Alter, die sind voll im Streit und sowas. Und wir haben das einfach voll entspannt gesehen, so. Und wir haben einfach, also, das war ja auch so, ich habe ja gefragt, wer das war, und die haben das auch gleich zugegeben und so. Dann ist das auch entspannt, aber schon nach der Aktion, dass irgendwie jemand TNT unter denen das Haus platziert hat und das nicht zugegeben hat, ist das ja irgendwie ein Tja, das bisschen ist anders. schon scheiße. Also. Das ist echt mies. Vor allem, das hat ja erst dazu geführt, dass Ja. die das nicht zugegeben haben. Weil er hat ja gesagt, ich habe nach 3 Tagen immer noch keine Antwort bekommen und jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Leider hat das die Falschen Ja, erwischt. ist so. Ja. Aber ich meine, das ist schon ein bisschen krass, weil wir konnten nicht herausfinden, wer das ist. Also, das ist schon. Also, das könnte man sozusagen organisiertes Verbrechen nennen, wie ich das halt so mal bezeichnen würde. Und das ist schon krass, dass sich da jemand so speziell so überlegt, so TNT zu platzieren und das dann extra so verdeckt, dass man das nicht irgendwie über einen Log noch rausbekommt oder sowas. Finde ich schon ein bisschen krass. Ich bin mal gespannt. Also, ich hoffe mal, dass das nur jemand war, der dachte, oh, ist ja nicht so viel TNT. Und der hatte dann einfach nur viel zu viel Schiss, das zuzugeben. Sind zwar dann extrem kleine Balls, aber ist, ja, keine Ahnung. Ist immer noch besser, als wäre das jemand, der das jetzt immer noch fortführt, weil er das einfach geil findet und das, ja, keine Ahnung, also. Also wenn ich meinen Turm fertig habe und ich bin dann mal ein paar Tage nicht on und ich komme on und mein Turm ist auf einmal Oh, weg, ne? Ey, dann. weißt du, ich war ja, als ich die Anlage gebaut habe, das habe ich extra für einen Urlaub vorproduziert. Da war ich 3 Wochen weg und ich bin fast zurückgekommen. Ja, ich war schon in Deutschland, musste noch von Berlin nach Hause fahren und dann merke ich, also ich lese so die Skype-Konfis und sowas, ja. Und da habe ich das mitbekommen und dann dachte ich so, nee, Alter, ich habe so extra so geplant, ja, kann man ja Livestream machen und sowas, voll nice. Und da haben sich die ganzen Pläne in Luft aufgelöst. Also echt, und da war ich Da fast kannst du zu dir Hause. sehen, da alles auf den Kopf gestellt, ey. Naja. Ah, naja. Ist jetzt auch mehr oder weniger schon gegessen, das Ganze ist alles behoben, die ganzen Ja, Schäden. So fast. gut wie. Oh, ich habe gerade irgendwie ein bisschen FPS-Einbrüche. Also ich habe jetzt mal noch ein bisschen was bei Simon behoben und jetzt läuft's eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ich habe ja bei mir auch die riesige Farm, die muss ich auch mal ein bisschen ausbessern, weil da waren halt ein bisschen viele Updates und das führt dazu, dass es halt auch nicht so flüssig teilweise läuft. Und das habe ich jetzt behoben. Ich glaube, jetzt sollte es besser sein. Ich versuche gerade mein Grundstück auszumessen. Hier haben wir 200 und bis da drüber. Ich habe eigentlich eine Größe, die ich so bauen möchte. Oh, 240. Da muss ich das ein bisschen erweitern. Also, wenn ich zwischen unseren Grundstücken das Grundstück ein bisschen erweitere, ist das ja nicht schlimm, ne? Weil eigentlich in diese Richtung sollte die Stadt sowieso nicht erweitert werden, weil neue Grundstücke sollten ja eh woanders hinkommen und eigentlich haben wir ja schon ziemlich viele Mitspieler, dass wir erstmal sagen würden, dass nicht so viele erstmal dazukommen. Deswegen wäre das, glaube ich, mal in Ordnung, wenn ich das hier so mache. Und dann werde ich gleich mal den Filler aufstellen. Der Filler des Todes. Ach, Kacke, siehst du, da muss ich doch doppelte Slabs nehmen, weil das hier, ja, wegen dem Zischenboden. Und weißt du, was ich geil finde? Dass ich jetzt Erde brauche. Und ich glaube, ich habe gar nichts an Erde, weil ich das alles ausgefiltert habe, weil ich so schlau bin und mir dachte, hey, ich platziere eine Quarry. Aber Erde brauche ich nicht, obwohl ich das jetzt brauche. Cool. Hast du von deinen Turtles vielleicht viel Erde übrig oder sowas, was du nicht brauchst? Müsstest du nachgucken, also kann ich jetzt gerade nicht so sagen. Weil ich könnte es mir auch mit Minium Stone oder so machen, aber es ist natürlich. Also ich finde zum Beispiel den Minium Stone, der ist schon ziemlich OP. Also das ist eigentlich auch ein Grund. Also ich meine, man muss im Grunde, wenn man zum Beispiel eine Eisenfarm hat, haben ja 2 Leute auf dem Server schon, da hat man eigentlich schon so viele Ressourcen dann dadurch. Also das ist echt krass. Und der Minium Stone ist schon also eine ziemlich starke Sache. Oh, der ist echt OP. Ja, mach das mal so. Ich versuche Dann gerade warte, das da Grundstück ein bisschen hier. einzuschätzen. Dann ein höher, dann kommt da wieder. Oh, war das hier? 2, 3, 4. So. Ja.
Hier kommt wieder das Ding hin, dann zack, dann kann ich den wieder wegmachen. Oh. Zack, zack, Ich finde es übrigens nice, zack, dass wir zack. langsam alle so anfangen können, so größere Sachen zu bauen, weil am Anfang war das ja nicht so ganz möglich, weil man musste ja erst Ressourcen sammeln und so. Aber jetzt habe ich die Energie eigentlich fertig und ich habe auch genug Ressourcen, da kann ich jetzt mal ordentlich was bauen und das macht dann natürlich auch ordentlich Spaß. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich hier schon einen Fail in der Wendeltreppe, aber nur weil ich gerade eine Stelle auslassen musste. Nur weil ich eine Stelle auslassen musste, sonst wäre ich da nicht mal reingekommen. Deswegen, ah. Ja, ich gucke jetzt gleich mal hier unten, wegen Dirt. Aber die Turtles müssen eigentlich ein bisschen was haben. Und ich müsste ja eigentlich auch noch was in den Kisten haben. Also, das ist eigentlich nicht so das Problem, meine ich. Aber ich kann mich auch irren. Guck mal nach. Also, hier ist schon mal nichts drinne. Das ist schon mal schlecht. So, wie sieht denn das? Oh, was ist denn hier los? Warum ballert die den ganzen Stein raus? Vielleicht ist es ja voll. Hä? Pumpt irgendwie sau langsam. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie pumpt das Ding zu langsam. Da kannst du mehrere Engines anschließen, dann geht das schneller. Echt? Ja, also Ja vier gut, Engines aber kannst du ja anschließen von den Seiten. ich kann sie 4 Stück an einen so einen Teil Ja. machen. Was? Okay, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, eine geht nur. Und wenn man dann noch eine dran macht, dann macht das einfach gar nichts. Aber wo habe ich jetzt die Engine hingetan? Ich hatte doch nur eine. Och Mensch, kann doch nicht weg sein. Haus verliert nichts. Doch, alles weg. Schwarzes Loch. Nein! Da kann nochmal Uranium rein. Engine, Engine, wo bist du hin? Vor allem hier, Keine Ahnung. der gerade gestorben ist, der hat ja schon wieder sich Quantumsachen und sowas zusammengesammelt und der hat die wahrscheinlich gerade alle verloren. Das ist so ärgerlich, weil Boah. das Craften, das dauert immer so ewig lange. Das ist so nervig. Ja, so eine Quantum Suit wäre schon nice, ey. Auf jeden Fall. Bräuchte ich auch mal, aber das kann ich mir, glaube ich, noch nicht leisten, ne? Ja, kostet schon ein bisschen Julium-Meta. Oder du hast halt irgendwie anders Iridium bekommen, aber Iridium, das ist so selten unter der Erde, das ist echt krass, also. Iridium, wie sieht denn das Das ist aus? sowas Weißes. Also, ich bin mir zu 99% sicher, dass du es nicht hast, weil ich glaube, bei meinen 6 Quarries sozusagen, die ich insgesamt laufen lassen habe, habe ich nicht einmal das bekommen. Und das muss schon was Also heißen. hier habe ich Quecksilber, was habe ich denn hier noch? Iridium, ich müsste Iridium eigentlich haben, also zumindest ein bisschen. Das glaube ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe kein Was einziges bekommen. Weißes? So, ich schenke ihm jetzt 16. Schon, was er sagt. Ach, hier habe ich auch noch Uranium drin, lol. Ja. Zack. Ja, habe ich glaube ich echt nicht. Oh, gut. Emerald, ne, Green Dings. Sieht das denn aus wie so ein Erz oder? Das ist sowas, du kannst ja mal bei Too Many Items suchen, also oder diesem Ach Dingens, so, stimmt. Iridium. Ja. Iridium Ore musst du da nehmen. Warum gibt's, vielleicht gibt's das auch gar nicht hier. Ah, das kann sein, vielleicht gibt's das, dieses Iridium, diesen Block, den man abbauen kann und dann das Ore rausbekommt. Vielleicht gibt's gar nicht so ein Feed the Beast Light und deswegen kann man das nur aus Yulimeta machen. Das könnte natürlich gut Das sein. kann gut sein, Verstehst du, weil ja. das wäre auch vielleicht ein Grund, warum ich gar nichts bekommen habe. Weil so gar nichts bekommen, das ist manchmal ein bisschen unlogisch, aber. Ja, das ist schon heftig. So, Turtles, wie sieht denn das aus? Die eine Turtle ist auf jeden Fall fertig geworden. Da ist ein bisschen dort drinne. Na gut, dann hole ich mir mal ein bisschen. Da ist auch noch ein bisschen was drinne. Und was sagt die Turtle hier? Hier ist auch noch ein bisschen was drin. Ja, ich pack da mal alles so in eine Kiste, dann musst du da nicht an jede dran. Okay. So, ich werde jetzt mein Grundstück mit dem Filler automatisch bearbeiten, sozusagen. Hoffe ich mal, dass dann nichts irgendwie kaputt gemacht wird oder so. Ach nee, da die Schweine könnten unter Umständen zerquetscht werden, aber das ist mir eigentlich egal. So, hier, also da wird halt jetzt alles, was mit Luft ist, das wird ja erstmal zugemacht auf dieser Ebene, wo ich den Filler einsetze. Deswegen, ja, das wird da gemacht. Dann nehme ich erstmal die Schweinespawner.
Da mache ich die, glaube ich, Hast mal. du gerade so die Uhr im Blick? Wir haben jetzt Weißt eine du, wie Stunde lange zehn wir schon? Minuten. Haben wir auch. Genau. Oder halt minimal weniger, weil, ja, wie ich vielleicht eine Minute noch so Aufnahme gestartet oder so. Kann ja sein. Ja. Dann mache ich mal eine kurze Pause, weil, was heißt kurze Pause, nur kurz Aufnahme aus, wieder an, weil nach über einer Stunde kackt meine Kamera irgendwie ab, wenn ich die ausmache. Achso. Und dann ist die Aufnahme Ach weg. so, dann mache ich mal, dann mache ich auch eine Pause, weil dann mache ich, dann, weil wenn man mit Audacity zu lange aufnimmt, dann synchronisiert das nicht mehr. Also dann irgendwie hat man so eine Sekunde Verzögerung. Ist voll nervig. Da muss man das so, die Spuren verschieben oder sowas. Dann machen wir mal jetzt am besten. Oh, das wollte ich gar nicht so groß machen. Also machen wir jetzt Oh Stopp. ja, scheiße. Oder wie? Ja, bei mir ist jetzt, ich bin gerade außerdem auf dem Desktop, da ist jetzt eh gerade gecuttet gewesen. So, und wieder da. Gut, ich muss noch mit dem Filler jetzt das fertig machen. Also Schweinespawn habe ich erstmal in Sicherheit gebracht. Achso, ich muss ja erstmal Sandstone rumcraften, weil ich möchte den schönen Sandstone, diesen glatten, benutzen. Ich stehe auf glatte Sachen, auch genauso dieser Block of Concrete, das ist so glatter Smoothstone. Ich habe einen Glattheitsfetisch. Ein Glattheitsfehler, das ist auch ein sehr schöner Begriff. Ja. Also, falls ihr mich mal irgendwie, falls ihr auch einen Glattheitsfetisch habt, könnt ihr mich gerne adden. Bei Skype heiße ich Glattheitsfetisch 123. Hä? Lachst du? Das ist nicht lustig, ne? Da kann ich nichts für. Ich finde das lustig. Achso, na gut. Wenn du es lustig findest, dann kann ich da auch nichts machen. So, So, ja, das jetzt kann ich kommt. hier. Oh, war das richtig? Ja, das war richtig gut. Mir Na kommt es irgendwie gut, vor, als so hätte ich viel. einen Rucksack weggeschmissen aus Versehen oder so. Oder den irgendwo hingetan und jetzt finde ich ihn nicht mehr, aber ich habe eh noch genug Zeug, um mir da neue zu machen, deswegen. Den Rucksack, du hast mir doch einen gegeben. Ja, ich hatte aber vier und jetzt habe ich nur noch zwei. Das Okay. heißt, nach Adam Ries fehlt mir, glaube ich, einer. Ach, keine Ahnung. Ich habe den bestimmt weggeschmissen und alle sagen, wo ist denn weggeschmissen, aber. Ja, egal. Nicht so wichtig. Ist eh nicht so wertvoll. Halte ich mir mal hier nochmal eine Iron Chest raus und bring die nächste Turtle zum Laufen. Jawohl. Jetzt müssen wir mal gucken, wo. Ja, hier mache ich am besten einfach den Eingang hin. Passt eigentlich ganz gut. Ja. So, ich stehle mir jetzt mal ein bisschen Dirt von dir. Oh, hast Ja. du hier überhaupt noch. Ach, da hast du einen Eingang, okay. Ist klar. Wo hast du Dirt? Hier in Wenn der du Kiste, Fieber wo ich hast. gerade dran stehe. Ah, okay. Ja, das könnte. Ich weiß nicht, ob. Nee, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Kann ich mir alles nehmen überhaupt? Ja, klar, kannst du Achso, alles okay. nehmen. Ich schau nochmal ein bisschen Okay, durch. Okay. nicht die Erze, die brauche ich noch. Nee, ich nehme noch die Diamanten raus, ne? Ja, Daraus, ich ich crafte dann aus seinen Diamanten Dirt. Verhältnis 1 zu 1. Achso, die Wendeltreppe. Ah. Ich werde sowieso überall nur noch mit Jetpack fliegen. Ich werde gar nicht mit meinem Haus eine Treppe einbauen, weil das so richtig unpraktisch ist. Wenn ich dann so ein Jetpack habe, dann stört mich so eine Treppe eigentlich nur noch. Ja, da habe ich auch schon, dann mache ich einfach ein Loch in die Wendeltreppe an einer Stelle, da kannst du einfach ganz locker durchfliegen. Ah, Aber okay. die sieht halt stylisch aus, weißt du, deswegen mache ich hier rein. Ja, stimmt schon. Refill, so, wie viel hast du denn noch? 8056, das läuft. Excavate, 9 und go, Turtle, yeah, Ich habe mir Knecht, auch gib extra ein Gas. Programm gezogen für die Turtles, dass ich die im Nether starten kann. Und da hat die einen Eimer im Inventar und dann geht die über so Lavaseen drüber und dann sammelt die automatisch die ganze Lava von unten ein und füllt die, also benutzt die gleich als Energiequelle. Das ist eigentlich richtig nice, Alter, ja. wie geil ist das denn? Das ist ja mal richtig gut. Und wenn Auf du da so so eine einen Idee riesigen muss ich Lavasee erstmal hast, kommen. dann geht das. So, ich habe Jo. jetzt die Landmarks für den Filler bereit. Oh, da ist noch ein bisschen was über, aber. Achso, ich muss das ja auch alles entfernen, weil sonst wird das ja alles nicht ersetzt. Weil ich möchte jetzt da halt eine Mauer ziehen und halt die Grundstücksebene ein bisschen sozusagen anheben. Da muss ich Okay. da mich mal hier um alles kümmern. Der Schalter kommt weg. Oh, nee, ich glaube, da habe ich jetzt gerade ein bisschen falsch gedacht. Nee, da muss nochmal weg. So, da muss nämlich ein Dirt weg. Zack, und da muss die Turtle rein. So. Zack. Also, du hattest doch genug, ne? 9.418 läuft. Excavate 9. Richtig mit Enthusiasmus. So gefällt mir das. Ah, Turtles sind einfach ohne Scheiß, selbst im Singleplayer. Wenn du Turtles hast, ist das automatisch Multiplayer. Ja, Das echt. sind deine Freunde. Die Vor allem, stehen dir immer zur Seite, außer die haben keine du kannst mit einer Energie Turtle, kannst du eigentlich krassere Dinge fast machen als mit einer
mit einer Quarry, weil du kannst, mit einer Turtle kannst du so ein, einfach so 500 mal 500 Bereich machen. Wenn du da ein Programm hast, was extra sich darauf abgestimmt hat, dass es nach einem Restart weiterläuft, dann kannst du so ein 500 mal 500 Bereich machen. Dann wird dann einfach nach, keine Ahnung, nach 5 Tagen oder sowas ausgehöhlt sein. Okay. Also, man kann ja sagen, was man will, aber ein bisschen OP ist es ja schon. Ein bisschen. Unwesentlich. So, mal zwischendurch neue Sachen, ach, die Sachen wieder hier aufladen. Ja, Kann ich euch auch die Wendeltreppe oh, runter? ich bin so dumm, Alter. Scheiße. Gott, oh, ich zieh die Schuhe aus, ja, und dann denke ich, und die Schuhe und das Jetpack, ja, und dann musst du dir mal überlegen, dann denke ich so, ich schaue mir das mal an, ja, und dann bin Ey, ich das so ist dumm, mir dann springe ich letztens da genauso runter. passiert. Ja, das ist mir auch passiert. Ich denke mir so, oh scheiße, mein Jetpack ist leer. Ich pack mein Jetpack in die Bedbox und spring runter und wollte irgendwas machen und komme nicht mehr hoch. Ich denke mir so, ja geil, Sepp, das hast du ja gut hingekriegt. Das Gute ist jetzt, ich habe jetzt hier oben mein Jetpack und mein Dingensens und da kann ich jetzt bequem wieder da runterfliegen. Das heißt, da passiert mir jetzt nichts. Das ist jetzt mein erster legitimer Tod im Megaprojekt. Ah, ich bin so dumm, Alter. So ärgerlich. Aber sowas, früher oder später passiert sowas immer. Also, da kannst du mir nichts erzählen. Ja, ist aber natürlich auch wieder so ein bisschen eigene Dummheit. Aber man denkt da halt auch nicht dran, weißt du? Nee, Weil nee, man weil. ist das halt gewohnt, man Ja, kann fliegen. immer. Da passiert nie was. Aber dann, so eine Ausnahme, ja. Und eigentlich ist das ja so Jetpack weg. Eigentlich so im Gehirn sollte dann umschalten, okay, du kannst da jetzt nicht mehr runterspringen. Aber Gehirn sagt nein. So. Ja, cool, jetzt habe ich bald meinen Keller auch fertig. Was heißt fertig? So, auf jeden Fall von der Grundform her. Dann kann ich hier auch so ein bisschen loslegen. Also ich freue mich gerade so ein bisschen, auch wenn das nicht so aussieht, Leute. Ich habe immer so einen monotonen Gesichtsausdruck, mehr oder weniger. So als hätte ich voll das Einfach Detox-Gesicht. keine Gesichtsausdrücke, ja? Du hast einfach so ein eingefrorenes Gesicht. Ist einfach richtig schön Ja, dazu mehr zu oder sehen. weniger, echt. Es bewegen sich nur so die Lippen, wie so ein Computer. Das ist wirklich so bei mir. Dann solltest du vielleicht mal zum Doktor gehen, ne? Also. Also ich bin nicht der Bruder von Sheldon Cooper, Leute. Das auf gar keinen Fall. So, wie ist denn das jetzt hier? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier gerade so ein bisschen Knick in der Optik. Ach genau. So, zack, da muss der wieder weg. Da muss er da ein tiefer. Zack, zack. So, jetzt geht die Wendeltreppe nämlich auch nach unten in den Keller. Gut, noch nicht Jawohl. ganz, aber passt. Na gut, da kann ich sogar mein Wasserkraftwerk noch ein Stückchen weiter runter machen. Gut, hier endet das dann, glaube ich, sowieso. An der Stelle. Da kommt dann nämlich. Ja, doch, da kommt dann mein Glasfaserkabel runter. Ja, doch, das passt. Da kann ich hier nämlich so den Boden reinmachen. Ja, ne, da muss ich noch ein Stückchen nach unten gehen. Oh, warte mal, auf welche Höhe bin ich denn hier? Wenn ich jetzt. Hier ist die Bedbox drin. Also. Obwohl da drin oder da drunter? Ne, ne, da drinnen. Das heißt, da drunter ist schon das Kabel. Das heißt. Das müsste eigentlich ausreichen, ja. Marble Bricks habe ich jetzt leider nicht dabei, aber. Ich nehme einfach Stone dafür. Müsste eigentlich hinhauen. Ja, doch, das haut So, und hin. ich muss jetzt eigentlich. Hä, warum geht denn das nicht? Voll seltsam. Nee, würde ich auch nicht. Den brauche ich auch ab. So, jetzt aber. Ah, nee, hä? Was ist denn hier los? Nochmal abbauen. Nochmal neues Spiel. Machen wir das mal hier oben. Habe ich auch kein Marble hier unten, ne? Oder? Habe ich noch was in der Kiste hier? Müsste ja eigentlich irgendwo was drin sein, jawohl. Geht Bei doch. mir ist einfach alles verbuggt irgendwie. Hä, warum geht denn das nicht? Ich muss mal reconnecten. Disconnect, connect. Schön noch die IP am besten zeigen. Wo ihr überhaupt nicht, gar, auch so nicht draufkommt, weil Whitelist und so. Hä, ist das denn? Ich verstehe gar nichts mehr gerade. Ich sehe hier gerade keine roten Striche, obwohl hier eigentlich rote Striche sein sollten. Aber warum? Zur Hölle. Ach so, habe ich. Aber ich habe wahrscheinlich voll verkackt, ne? Ich habe die wahrscheinlich richtig falsch platziert und wenn wundere mich dann, warum geht das nicht? Nee, ach so, nee, das muss eigentlich gehen. Hä? Ja, komm, verarsch mich. So, Ach, nochmal die neu. Turtle, die ist hier gerade zugange, ne? Ja, die macht hier. Obwohl, ne, die macht das Stück hier. Ach, da unten, die Turtle ist da noch dran.
Das Ding. Naja. Na gut, dann kann ich hier noch nichts bauen. Nee, dann baue ich hier auch nichts, weil sonst wollte die Turtle das wieder ab. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv irgendwie. Also lasse ich das mal über. 7 Refined Uranium. Superb, wo habe ich mein anderes Uranium? Weil dann kann ich nämlich schon mal die nächsten Dinger machen. Oh, ich hab den Fehler gefunden. Oh, ich bin so dumm. So, da drüben machen wir jetzt nochmal alles richtig. Ja, ist immer so schlau, so die Fehler, die man selber mal toll macht. Da muss es. Lass ich Hier. einfach drinne. Und hier wahrscheinlich. So, Turtles, wie sieht denn das aus? Was macht er denn gerade Schönes? Ihr seid da oben zugange, die andere ist noch da unten fleißig. Ja, gut. Ah, rote Striche. Das freut mich aber. So, dann packe ich hier den Füller dran. Also den Füller hier dran. Nein! Oh, ich hasse sowas. Wie verbuggt ist das denn bitte? Wein. Grrr. Da war doch noch Uranium, jawohl. Können wir auch noch mal eben komprimieren gehen. Ab in den Kompressor, damit war doch Kompressor, ne? Ja. So hieß das Ding. Was habe ich hier eigentlich? Ein Iron Furnace mitten im Boden. Ja, warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Aber dann kann ich jetzt eigentlich die Wendeltreppe noch ein bisschen nach oben machen. Jetzt, wo die Turtles da unten fleißig sind. Und dann kann ich in der nächsten Aufnahmesession eigentlich schon mal die ersten ja, Dingens bauen. Wie heißt das? Wasserkraftwerke. Ach so, Ach ja. genau, was ich machen wollte, ist Rubber Trees setzen. Aber wo habe ich die Saplings? Ich muss irgendwo Saplings davon haben. Von denen wollte ich mir eigentlich auch noch ein paar Irgendwo. setzen, aber habe ich irgendwie nie gemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Ach, dann gehe ich Seltsam, einfach beim seltsam. Peter Grievous. Ist mir doch egal. Ich habe dir so viele davon gegeben. Da kann ich mir ruhig mal ein, zwei Stück mitnehmen. Ich glaube, du musst aber ins Gefängnis, ne? Wenn wir das dann wieder aufgebaut haben. Also, das ist schon eigentlich das Das ist Mindeste. mein Bruder, ich kann grieven, was ich will. Ja, nee, also so ein Bäumchen, ne, das kann man ja ruhig mal mitnehmen. Eigentlich. Aber da habe ich so doch Rubber Tree Saplings. Ja, nice. Nice. 10 Stück. Wolltest du 2 Stück haben? kannst du mir ein paar geben? Ich habe keinen einzigen, weil ich den nie gebraucht habe. Ich habe mir das alles so hergestellt aus Yu-Gi-Matter. Aber ich könnte mal theoretisch einen anpflanzen. Gut, Du scheinst dann ja zu gebe ich haben. dir mal 3 Stück. Oh, nice, danke. Guck mal, der ist direkt gewachsen, lol. Kann ich den Ach auch so. direkt wieder Nee, warte, abbauen? warte, 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 warte. Ich will dir noch was zeigen, was. Ah, jetzt hast du ihn schon Zu weggemacht. spät. Ja, aber ich wollte jetzt sowieso mit Dingens machen hier mit, wie heißt es? Wollen wir? Weil mit der Das Portal ist Gun ja. kannst du es extra so machen, dass du dann diese Blöcke, wo du das Sticky Resin abernten kannst, kannst du mit der Portal Gun extra so in der Wand anordnen, dass du das voll bequem abfarmen kannst. Wie gut. Weil, auch wenn das nicht so im vollständigen Baum. Warte, warte, schau mal. Hier hast du dieses Teil, ne? Und das kann ich jetzt nehmen, dir hier hinstellen. Und alle Teile, die auch in diese Richtung zeigen, stelle ich hier nebeneinander hin. Dann benutzt du einfach einen Tree-Tab da drauf. Und das Teil wächst dann trotzdem noch nach. Toll. Das ist voll Wie nice. gut. Also könntest du die auch so gesehen, also die meisten machen das ja so, die haben keine Bäume bei sich stehen, sondern die haben einfach nur noch so einen langen Stiel, ohne Blätter und Genau. so. Schau mal, das schaut in eine andere Richtung. Da kannst du dich hier in die Mitte stellen, so, so. Musst halt nur Ja. einmal machen, weil wenn du die Tree Tab da ganz oft drauf benutzt, dann da wächst dann nichts mehr nach und so. Und jo. Okay. Ja, und das kann ich mir vielleicht auch mal machen oder sowas, aber im Grunde braucht man das nicht so. Ich helfe dir mal einfach hier ein bisschen. So. Ist voll nice so. Also Portal Gun ist einfach richtig gut. Ja, ich brauche unbedingt eine. Irgendeiner hatte bestimmt noch eine Portal Gun übrig, oder? Spark oder so. Nee, also übrig sowieso nicht. Du kannst, also Tim, also man kann ja einen Wither kann man, ja du hast ja auch keine Quantumrüstung. Ah, ich würde gerade sagen, Wither kann man nicht relativ leicht bekämpfen, aber ohne Quantumrüstung ist dann auch nervig, weil wenn du dann trotzdem irgendwie so Pech hast oder sowas und dann stirbst, ist ja blöd. Also alleine bis du einen Wither spawnen lassen kannst, musst du erst mal so lange diese Skelette farmen Nee, gehen. und deswegen, also wenn du einen Skelett-Spawner im Nether platzierst, dann spawnt er auch Wither-Skelette. Und dafür hat Tim schon vor einer Ewigkeit mal einen im Nether platziert. Den benutzen auch schon einige so ab und zu mal. Ich habe da auch so eine Stunde habe ich da mich AFK hingestellt und das dann einfach rausgeschnitten, weil ich habe mich da keinen Zentimeter bewegt und dann geht das noch. Und da hatte ich dann so wahrscheinlich 600 Skelette oder sowas. Die habe ich dann alle getötet und hatte dann 16 Schädel draus.
Und ja, das ist natürlich genug. Also, wenn du dich Okay, da ja 20 gut, dann Minuten bräuchten wir hinstellst. einfach nur so einen Lightsaber oder so, dann haust du das Ding ein paar Mal, dann ist er platt. Das Problem ist, wenn du dann so ganz viele hast, dann brauchst du halt nicht nur. Also, dann brauchst du ziemlich viele Schwerter. Ich habe dann auch noch ein Looting-Schwert benutzt, wo die Wahrscheinlichkeit einfach noch höher ist, dass da so ein Kopf rauskommt. Das hast du unter Umständen nicht, ne? Nee, nee. Es gibt auch so eine Möglichkeit, das geht dann noch in der 147, das macht auch Tim ganz oft. Oder halt, wenn er das anderen Leuten macht, also zum Beispiel Concraft hat sich ja letztens eine Portal Gun gemacht. Da musst du einfach ganz viele Wither-Skelette spawnen lassen. Dann Ja. hast du dein Looting-Schwert und du hast Heiltränke, weil Wither-Skelette und Zombies und so sind ja Untote. Und die kann man mit Heiltränken töten. Das ist dann halt so, die Heilung, die Ja, tötet die. stimmt. Und Ja. wenn man sich da drei Potions macht. Und die. Ach nee, ich hab die schon da angepflanzt. Ich hab. Achso, ich hab. Ah, ich hab meine Ja, für aufgepflanzt. dich. Ja. Kannst gar nicht mitbekommen. Und wenn du dann auf diese ganzen Wither-Skelette eine Potion wirfst und danach das Schwert in die Hand nimmst, dann sterben die alle gleichzeitig, weil die Potion tötet die oder trifft die alle. Aber das Schwert wird halt nicht verbraucht und du kriegst halt trotzdem den Looting-Effekt und das hat ziemlich praktisch. Also. Jo. Ja, ist Spannend. schon nice. Also wenn du Jo. jetzt ganz normal Minecraft zockst, ey, wir haben wie viele? Wir haben direkt drei Wither hintereinander spawnen lassen. Und die in so einen Obsidian-Klumpen eingebaut. Also wir haben die nicht auf einmal spawnen lassen, um Gottes Willen. Also hintereinander haben wir die schon gemacht. Und dann hatten wir jeder von uns so ein Buff-Altar. Also ich nenne die mal Buff-Altare. Ach so, Heißt ja ja, eigentlich genau. Biegen, aber ich, ne, ist halt ein Buff-Altar für mich so. Ich habe gerade bemerkt, ich Ja, habe war in schon meiner ganz cool. Chest noch Rubber Tree Saplings von der Quarry bekommen. Hat die wahrscheinlich mit abgefarmt, aber naja. Kann man ja nie genug haben. So. Ja, man könnte sich auch einfach Rubber Tree Farm oder wie heißt das Zeug hier? Sticky Reason Farm machen, weißt du? Geht ja Ja. auch. Ist ja alles möglich. Das finde ich so geil. Boah, ich wünschte, hier in Feed the Beast wäre viel früher rausgekommen. Oder direkt Feed the Beast, ohne das ganz normale Minecraft. Das wäre einfach so geil gewesen. Ich habe mich früher immer voll dagegen gesträubt. So. Ich fand das nicht so toll, weil für mich war das einfach viel zu viel. So, ich komme mich damit irgendwie gar nicht wirklich anfreunden, aber wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, da will man gar nicht mehr das normale Minecraft zocken. Aber Feed the Beast hatte auch schon eine Weile hinter sich. Also das ist nicht irgendwie total neu, ne? Also ich weiß Ja, nicht, wie lange finde du das schon. kennst, aber das ist eigentlich schon eine ziemlich lange Weile unterwegs. Also wenn ich mich mal so erinnere, also es. Keine Ahnung, das war bloß nicht so populär früher, weil das war so halt so, das ist mir zu kompliziert und sowas und Ja. ja. Genau das war das nämlich. So, Sandstone, wie mache ich den Chisel? Ne, den, Sand. So, da den wollen wir haben. Achso, muss ich einfach nur vier machen, richtig. Also meine Wendeltreppe, die nimmt hier langsam Gestalt an. Richtig gut. Zack. So, ich habe mich mir jetzt extra richtig viel schönen Sandstone gemacht und damit will ich jetzt gleich mal was umranden. Aber da habe ich extra hier noch die Redstone Energy Cell. Ja, für diesen Filler, da braucht man halt auch diese MJ-Energie. Dafür Okay. braucht man das nämlich auch. So, und da habe ich das jetzt nämlich so gemacht. Der arbeitet nämlich von unten nach oben. Das heißt, ich werde zuerst unten Erde machen. Danach in der Mitte werde ich Sandstone. Dann werden halt die Wände erstmal aus Sandstone gemacht. Und dann ganz oben die Fläche auch wieder Erde. Und ja, schauen wir mal. Dann mache ich erstmal ganz wenig Energie, damit sich das langsam aufbaut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so. Ja, genau, da arbeitet es schon. Ah, ja, genau, das macht ja auch das. Ja, das muss ich dann wahrscheinlich manuell machen. Denke ich Also mal. viel hat sich jetzt hier bei mir eigentlich nicht wirklich geändert auf dem Grundstück. Was sieht man denn jetzt hier, was jetzt hier neu ist? Das Einzige, was jetzt hier neu zu sehen ist, ist das in der Mitte mit der Wendeltreppe. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht heute. Also oberflächlich gesehen. Ja, also manchmal finde ich das auch traurig, wie wenig ich manchmal vorankomme. Das ist so ärgerlich. Ich dachte mir so, ja, ich mache das und dann eh nicht und naja. Ja, aber da kommt immer irgendwie was dazwischen, weißt du? Das ist halt, man kann sich irgendwie nicht wirklich auf eine bestimmte Sache konzentrieren, weil dann fehlt einem auf einmal das wieder. Da muss man das auf einmal noch machen. Und dann kommt das dazu. Immer Ja, irgendwas. echt viele Sachen so. Ah, ich muss jetzt auch die Ja, ganze Mann. Zeit die Sachen entfernen. Kack. Oh, der Filler arbeitet richtig schnell. Ich habe den nicht mal auf volle Geschwindigkeit und der geht einfach richtig ab. So macht das Spaß.